Aber wie schnell die auch wächst. Ich glaube, dieses Rumgeschrei sind tatsächlich die Kannibalen, nicht die Mutanten. Und ich hoffe, sie sieht uns nicht. Ich gehe mal ein bisschen durchs Wasser. Hoffe, dass mich jetzt kein Hai erwischt. Ich sehe keinen, okay. Da ist einer. Ist der Alkohol mitnehmen? Den Stein wollte ich nicht mitnehmen. So. Ich finde es auch sehr verwirrend, dass sie brüllen, wenn sie dich nicht sehen, okay. Ich finde das so geil, wie wir da einfach nur so im Kopf sind mit irgendwie so ein paar Stöckern drunter. Weil klar, die verständigen sich ja, das genau, das hört man ja auch. Aber es ist echt verwirrend. Und was auch verwirrend ist, ist übrigens die Aufrufzahl auf die Videos. Was ich so festgestellt habe, jeden Tag 40 Aufrufe. Not bad, meine Freunde. Das Spiel scheint euch zu gefallen. Und darum versuche ich jetzt auch nicht nochmal die Webcam ausfallen zu lassen. Was ist denn? Okay. Jetzt müssen wir allerdings hier oben lang. Und das können die jetzt... hart werden, weil hier war letztes Mal dieses Spinnenvieh. Ich weiß aber nicht, ob die ortssässig sind, sage ich mal. Oder ob die YOLO über die Insel... oh, okay, da ist der Baum. An dem Baum sind die ja meistens. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich das Geräusch höre. Also ich habe das Gefühl, dass die meistens an dem Baum sind. Ich kann das nicht bestätigen. Ich esse auf jeden Fall noch einen Energy-Riegel vorher. Das ist mir zu creepy. Okay, ich sehe jetzt nichts. Was nichts heißen mag. Okay. Ich glaube, hier sind wir letztens lang gekommen, wo ich dann die Blume gepflückt habe. Und mir gedacht habe, oh ja, hier ist nichts. Und dann auf einmal stand das Vieh vor mir. Ich glaube, das war genau der Ort hier. Alter, wie angespannt ich gerade bin. Es ist echt krass, wie angespannt man bei so einem Spiel sein kann. Man sollte sowas vielleicht doch nicht direkt vorm Schlafen gehen spielen. Na Vogel, tust du mir auch nichts, oder? Es wird ja auch momentan an einer dritten Variante von solchen Superviechern gebastelt. Habe ich gelesen im deutschen Fanforum, dass da... das klang nicht nach meinen Schritten. Dass da anscheinend noch nicht alle Superviecher da sind. Es werden anscheinend noch mehr kommen. Freut mich sehr. Man hat ja mit den zwei bis jetzt schon nicht genug zu tun. Lass dich überraschen. Lala. Ich bleibe gerne am Rand. Problem ist, der Rand bringt mich hier nicht viel, glaube ich, weil es hier mega tief nach unten geht. So, ja genau, hier geht es nämlich mega tief nach unten. Das heißt, wenn ich hier am Rand bleibe, bringt mir das so gut wie gar nichts, weil
Der einzigste Vorteil, den ich hier habe, ist, dass ich nur in zwei Richtungen mich umsehen muss. Und wenn von hinten was kommt, ja, dann spüre ich das wahrscheinlich, wenn es mir direkt ins Gesicht springt. Hier ist schon wieder so ein seltsamer Baum. Ich kann immer nicht recht unterscheiden, ob das jetzt das Geräusch von diesem Spinnenvieh ist oder ob das Blätterrascheln ist. Da habe ich irgendwie manchmal noch so ein bisschen Problem, das zu unterscheiden. Was mir das Spiel nicht unbedingt leichter macht, könnt ihr euch sicher vorstellen. Oh fuck, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Renn, 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 renn. Renn um dein scheiß dreckiges Leben! Wie viele denn noch? Wie viele denn noch? Okay, 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 hier geht's da unten. Das finde ich schon mal ganz gut. Das hier finde ich jetzt eher weniger gut. Aber ich glaube, ich bin jetzt zumindest erstmal sicher. Ich werde vergessen, dass ich da runterspringe. Hier muss es doch... Boah. Muss ja doch irgendwie wieder hochkommen. Ah, ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Okay. Gut, dann geht's hier lang weiter. Und wir kommen nach unten, sehr schön. Ne, immer noch nicht, wir sind immer noch oben. Ich würde jetzt wirklich gerne wieder an die Küste kommen. Das ist mir nämlich echt... Alter, wie viele Viecher da drinnen waren. Das ist ja unklar. Ach, guck mal. Ah, super, wir haben eine. Die ziehe ich mir gleich mal rein. Wie oft wir bitte gerade gesehen wurden. Das war so unklar gerade. Einfach bing, bing, bing. Das klang sehr nach diesem Spinnenvieh. Ich sehe es aber wieder nicht. Also entweder bin ich wirklich total verpeilt im Kopf oder... Das sind nur Blätter, die ich jedes Mal höre. Okay, wir sind am Strand. Das ist sehr gut. Ach, sieh mal an. Und hier haben wir auch... Genau, hier... Stimmt, hier haben wir ein Häuschen gebaut. Zum Schlafen. Ach, und da oben ist das andere Haus. Jetzt sind wir schon wieder eine Runde gelaufen. Ist echt krass eigentlich. Aber es gibt doch... Irgendwo gibt es doch hier eine Stelle, wo man auf eine Insel kommt. Und die will ich suchen. Es gibt hier irgendwo eine Stelle, wo man auf eine Insel kommt. Die will ich finden. Oder sollen wir hier oben wirklich weitermachen? Ich bin mir echt nicht sicher, was wir jetzt machen sollen. Hier oben haben wir halt wirklich viel aus... Habe ich gerade umgesetzt. Hier ist ein Feuer. Und Rehe sind ja halt ohne Ende. Ich glaube... Das klang gerade, als wenn der einer nach mir pfeift. Ich glaube fast, dass ich hier bleibe. Und hier. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt sehe. Achso, das habe ich jetzt, glaube ich, in meinen Trinkgenister gefüllt, gell? Ich weiß es nicht. Wisst ihr was, wir bleiben hier. Ich mache mal ganz kurz, wir brauchen auf jeden Fall, wenn wir hier bleiben wollen, brauchen wir auf jeden Fall nicht einen Rap. Alter, diese Geräusche überall. Kein Rap-Rack, wir brauchen ein...
Na, wo ist es? Ein Drying Rack brauchen wir auf jeden Fall. Haben wir 7. Um einfach mal das Zeug zu trocknen hier, was wir finden, weil wir Lurche oder sowas finden sollten. Und wir brauchen auf jeden Fall noch... Ich weiß nicht, wir legen erstmal los. Indem wir wieder ein paar Bäume fällen. Wir brauchen die Bäume jetzt, es muss leider sein. Und ich würde gerne die Bäume fertig kriegen, bevor es wieder Nacht wird. Deswegen lege ich einfach volle Kanne los. Hep, hep, go, schneller, zeig was du kannst. Ich weiß gar nicht, wie viele Bäume wir jetzt brauchen. Das kann ich so gar nicht sagen. Dann müssen wir gleich mal gucken, wo wir wieder hingehen. So, schauen wir mal. 30. 29 also noch, wenn wir jetzt den hier noch mitnehmen, klack, sind wir bei 28 und hier müsste ja irgendwo noch einer sein, genau da. Sind wir bei 27, das wären 4, 6, wenn wir Glück haben 6 Bäume, wenn wir Pech haben 7 Bäume. Das würde ich echt gern fertig kriegen halt, weil dann... könnten wir da uns wenigstens vor den normalen Einwohnern schützen und können eventuell dann da drumherum Sprengfallen bauen, dass wir hier sagen, wollen wir jetzt wirklich einen Vorbau, was uns schützend wirkt, was schützend ist. Fleisch haben wir jetzt erstmal genug mit den ganzen Rehen und so, also das sollte nicht das Problem sein. Problem sind hier, glaube ich, eher die Stickies, dass wir da viel genug finden. Aber wichtig ist mir jetzt gerade echt erstmal der Ball. Wir haben momentan auch genug Essen, also wir können uns innerhalb unserer Bude auch noch versorgen. So ist es nicht. Wir haben auch eine Plattform, wir können also auch gucken, was außenrum passiert. So ist es auch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal genug Holz. Und Holz der Geier, das machen wir jetzt auch. So. Und 40 sind nun, 30 sind nun wirklich keine Hürde. Die haben wir sogar schon wieder. Wir brauchen gar nicht mehr so viel. Sind jetzt glaube ich noch 5 Bäume. Ja, 5 Bäume geht. Ich hoffe nur, das geht vor der Nacht. Das ist glaube ich das Wichtigste gerade. Und ich frage mich, also es ist ja letztens so ein Vieh hochgekommen. Ich frage mich, jetzt wo wir den besiegt haben, kommt noch einer oder war es das vielleicht für eine gewisse Zeit, dass dann später erst wieder einer findet oder kommt gleich in der nächsten Nacht das vielleicht noch 5? Das ist halt die Frage, ob die jetzt permanent wissen, wo wir sind, ob die sich... so gut verständigen können. Das Baumgeräusch macht mich auch voll kirre einfach nur. Und was ich mir halt auch frage ist, ob die halt die Baumhäuser umruppen können, weil ganz ehrlich, wenn sie die Baumhäuser mit umruppen könnten, also richtige Baumhäuser, dann wäre das Bauen von Baumhäusern das Sinnloseste, was eigentlich irgendwie existiert. Irgendwie fallen die ganze Zeit Sticks herunter von dem Baum. Ich finde das zwar jetzt nicht schlecht, aber es ist seltsam, es ist, müsste echt da wieder einer hier sein. Keine Ahnung. Vögel haben wir auch. Ich hoffe, es gibt hier Lurch. Ich weiß es nicht. Ich habe noch keinen gesehen. Auch noch keinen Hasen. Ich nehme jetzt einfach mal den da. Ist egal. Wir müssen eher abholzen, von daher können wir auch den nehmen. Ich stehe ein bisschen doof am Hügel, deswegen will ich den ungern nehmen, weil der bestimmt nach unten rollt gleich. Aber pff, wen interessiert's? Wen interessiert? Hast du gehört? Wen interessiert's? Huch! Irgendwas habe ich getötet, ich weiß nicht was. Natürlich! Fliegt doch bitte noch weiter. So, da sind die anderen beiden, die könnten wir uns gleich nehmen. Beruhig dich erstmal, mach eine Pause, das geht ja um dein Überleben. Mach erstmal ein Teepäuschen. Frag doch, ob sie zum Tee bleiben wollen. Da hatte ich eine sehr interessante Diskussion unter einem The Forest Video mit jemandem. Ich dachte gerade, mein Mikrofon flackert. 15. Ja, der gibt 5, die großen, gell? Die geben 5.
Dieses Baum macht mich voll kirre einfach. Das macht mich einfach nur kirre, dieses Baumgeräusch. Low energy, find something to eat, ja. Das klingt so, als wenn dieses Spinnenvieh direkt hinter dir wäre. Das ist so. Tree sap collected. Das collectet man also immer so zwischendrin, okay. Hab ich schon gewundert, wo das immer herkommt. So, schnell dahin und die restlichen Baumstümpfe holen. Und dann fehlen uns nur noch 10. Das ist geil. Wo? Wo denn? Hä? Ach da. Die rollen schon fleißig. Wie schnell auch. Na gut, ist ja logisch, wenn die einmal Schwung haben. Okay, ich glaube, den letzten kriegen wir nicht mehr. Dann müssen wir uns jetzt sehr anstrengen, dass wir den noch finden. Darum hole ich mir lieber noch ein paar andere. Wir müssen eh noch 3 Bäume holen.